VfB-Stürmer Kevin Kurani ist gerade einmal 20 Jahre alt. Beim letzten Heimsieg der Schwaben gegen die Münchner Löwen war er nicht mal auf der Welt. Der VfB in Weiß und von Beginn an mit viel Schwung nach vorne. Kevin Kurani mit der ersten Möglichkeit nach 4 Minuten. Die Löwen zu Beginn eher zurückhaltend. 25 Minuten dauerte es, bis sie gefährlich vor das VfB-Tor kamen. Und zur Überraschung vieler gelang ihnen auch gleich das 1:0. Die jungen Stuttgarter blieben dennoch weiter offensiv. Costa zu heftig gegen Heiko Gerber. Der anschließende Elfmeterpfiff allerdings eine Fehlentscheidung. 10 Minuten vor der Pause gewann Simon Jentsch das Duell mit Zvonimir Soldo. Mit der Löwenführung ging es in die Pause. 1 Minute nach Wiederbeginn der eingewechselte Viorel Garnea und Kevin Kurani macht nicht nur den Ausgleich, sondern auch Saisontor Nummer 5. 120 Sekunden später, diesmal suchte Jochen Seitz den Deutsch-Brasilianer und auch er fand ihn, der 20-Jährige mit der Führung für den VfB Stuttgart. Die Stuttgarter jetzt im 2-Minuten-Rausch, der Rumäne Viorel Garnea mit dem 3:1. Und kurz vor dem Ende sogar noch das 4:1. Erneut hieß der Torschütze Viorel Garnea. 21 Jahre hat der VfB darauf gewartet. Endlich ist diese lange Zeit beendet.